Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen DokuSnap Video Tutorial. Mein Name ist Stefan und ich will Ihnen heute zeigen, wie Sie DokuSnap effizient in Ihre tägliche Arbeit einbinden können. Dazu habe ich unsere DokuSnap-Expertin Lisa eingeladen. Sie kennen vielleicht Lisa schon. Sie ist unsere Vertriebsspezialistin und hält auch unsere sehr beliebten Anwenderwebinare. Hallo Lisa. Hallo Stefan. Schön, dass ich heute hier sein darf. Freut mich auch, Lisa. Was wirst du uns heute Schönes zeigen? Ja, Stefan, wir hören im Vertrieb oder auch in unserem Consulting immer wieder, dass DokuSnap so eine komplexe Geschichte ist, dass man für alles administrative Berechtigungen braucht, dass wir SQL-Kenntnisse benötigen, um einfache Auswertungen in DokuSnap rauszuziehen. Und dem möchte ich heute einfach ein bisschen gegensteuern und ja, einfach mal das Gefühl geben, dass es eigentlich gar nicht so wild ist, wie man sich immer okay. Das Ganze vorstellt und einfach in DokuSnap einen kleinen Einblick geben. Okay, das klingt spannend. Dann würde ich sagen, springen wir am besten gleich rein. So, dann befinden wir uns jetzt hier in unserer Oberfläche von DokuSnap im Inventarbereich. Und ich gehe jetzt als allererstes mal kurz auf den IP-Scan ein, weil, wie vorhin eben schon erwähnt, haben wir die Möglichkeit jetzt eben zum einen mit Benutzerberechtigungen, beziehungsweise beim IP-Scan braucht man eigentlich gar keine Berechtigungen, eine Inventarisierung anzustoßen. Das ist wunderbar, wenn man zum Beispiel in unbekannte Netze kommt, sei es jetzt Neukunden erfassen möchte oder Standorte übernehmen möchte, dass man sich einfach mal einen groben Überblick verschaffen möchte oder kann, was denn überhaupt alles dort rumschwirrt. Dazu bekommen wir eben wieder hier unseren Assistenten, wählen uns unsere Firma, unsere Domäne und dann definieren wir hier entsprechende IP-Range, die wir jetzt abscannen wollen. Was wichtig ist, wir haken hier den erweiterten IP-Scan an. Das ist quasi ein Nmap-basierender Scan. Und dazu ist eben dieser PCAP-Treiber notwendig, damit wir dann eben auch ein paar Informationen dann rauskriegen. Gehen wir jetzt hier mal weiter und stoßen das Ganze einfach mal an. Und die Informationen nach einem erfolgreichen Scan finden wir dann hier links in unserem Datenbaum, navigieren in unsere Domäne, in entsprechend die IP-Systeme. Und dann bekomme ich eben darunter eine Liste von allen gefundenen Geräten. Da habe ich dann eben schon sowas wie das Betriebssystem, den Hersteller, die Version und habe hier zum Beispiel auch ganz schön die Möglichkeit zu filtern, dass ich mir jetzt zum Beispiel einfach mal meine Linux-Kisten rauspicken kann und mir einfach schon mal einen Überblick verschaffen kann. Es wird natürlich empfohlen, dass man diese Geräte dann auch höherwertig inventarisiert, dann einfach hier über einen Windows-Scan beispielsweise die Geräte reinzieht und dann über die Arbeitsstationen oder Server eben deklarieren kann, wo ich dann eben weitaus mehr Informationen bekomme. Gut, dann der nächste Punkt war ja, DokuSnap benötigt immer SQL-Kenntnisse. Das ist eben nicht, beziehungsweise diese Aussage kann ich revidieren, denn in der neuesten Version gibt es unser DokuSnap Connect. Der ein oder andere, der kennt es vielleicht schon, das war früher ja unsere Exportfunktion. Jetzt ist es eben auch ein Abfragegenerator, wo ich sagen kann, ich gehe jetzt hier über die Extras in den Paketeditor herein und kann mir eben hier schnell Abfragen erstellen, ohne dass ich jetzt groß Kenntnisse in SQL haben muss. Das heißt, wir nehmen uns jetzt einfach mal ein Beispiel raus, diese Windows-Systeme. Hier kann ich eben auf die Daten zurückgreifen in meinem Datenbaum, was ich jetzt eben auswerten möchte. Ich kann mal entsprechend meine Domäne reinziehen, meine Arbeitsstationen, die Server, muss aber jetzt nicht wissen, welcher Tabellenname da dahinter steht. Und dann kann ich mir das eben wunderbar hier zusammenklickern und mir die Informationen dann ganz einfach hier wieder im Datenbaum ausgeben lassen, sodass ich sage, ich kriege einfach eine ganz einfache Windows-Liste beispielsweise von meinen Systemen, hat eben wieder diese Möglichkeit der Filterfunktionalität. Kann man aber zum Beispiel auch im Bereich Office 365 rausziehen, welcher Benutzer hat denn welche App in Verwendung, dass ich sage, ich kann zum Beispiel hier auf diesen Herrn Cole filtern und kann man hier ganz einfach dann rausziehen, welche Apps hat denn der Herr Cole in Verwendung. Kann ich mal jederzeit hier in Excel exportieren und dann eben auch weiterverarbeiten. Dann zum letzten Punkt schon, unsere Reports, die wir jetzt auch ganz neu mit dabei haben, die verstecken sich wieder im Bereich Infrastruktur, wo ich dann im Bereich Active Directory
den ADS-Vergleichsbericht jetzt mit drin habe, wo ich eben sehen kann, neue User und eben hier diese zwei Scan-Daten miteinander vergleichen kann, wo ich jetzt eben sage, den 4.6. mit dem 26.11. Ich sehe die hinzugefügten Benutzer, die gelöschten Benutzer, hinzugefügte Gruppen. Und dann haben wir eben auch noch unsere Software-Suche, die ganz neu mit dabei ist im Bereich Software. Das ist jetzt ganz der ganz klassische Fall, wo wir jetzt aktuell ganz starkes Thema haben mit dieser Windows 7-Umstellung, wo ich einfach hergehen kann und sagen, gut, meine Umstellung ist durch. Jetzt möchte ich einfach nochmal kurz checken, habe ich denn noch irgendwo Kisten, wo ein Windows 7 drauf läuft? Ah ja, hier haben wir jetzt noch eines identifizieren können, das kann ich glatt ziehen und dann bin ich safe für das nächste Jahr. Genau, so viel jetzt mal dazu. Ich hoffe, ich habe Sie ein bisschen neugierig machen können. Und weiteres finden Sie dann in unserem aufgezeichneten Anwenderwebinar auf unserer Webseite. Schauen Sie da gerne dann entsprechend rein. Vielen Dank, Lisa, für den informativen, kurzen Überblick. Und wenn Sie mehr dazu erfahren wollen, schauen Sie doch einfach rein in unsere Webinare, melden Sie sich an auf unserer Webseite, selbstverständlich kostenlos und unverbindlich für Sie. Dort erhalten Sie weitere hilfreiche Tipps rund um die Software DocuSnap. Somit sind wir auch schon am Ende. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Vielen Dank, Lisa, fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal. Bis bald.